Vrikshasana. Vrikshasana ist die Baumstellung. Asana heißt Stellung, Vriksha heißt Baum. Vrikshasana ist die Baumstellung. Vrikshasana ist der Name für zwei Asanas. Ist zum einen der Handstand, der wird als Vrikshasana genannt. Man steht auf den Händen und so sind die Hände mit dem Boden verbunden und die Hände haben ja Finger, das ist wie Wurzeln. Und die Beine können auseinandergehen und so sieht das weit aus, so wie die Baumkrone. Vrikshasana, bekannter noch, ist eben als die Baumstellung mit einem Bein, also der Einbeinstand. Du stehst auf einem Bein, gibst den Fuß auf den anderen Oberschenkel und hebst die Hände hoch, entweder vom Brustkorb oder über den Kopf. Ja, das ist Vrikshasana. Mehr Informationen über Vrikshasana sowie über Baum und Handstand findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Gib dort ein Vrikshasana oder gib ein Handstand und dann findest du den Handstand beschrieben mit Fotos, mit Videos, mit Anleitungen, Vorübungen und so weiter. Und genauso findest du verschiedene Variationen der Baumstellung des Einbeinstandes, um das Gleichgewicht zu entwickeln. Dieses Jahr ein Eintrag im Yoga-Vidya-Sanskrit-Lexikon unter wiki.yoga-vidya.de findest du die wahrscheinlich schon inzwischen 8.000 bis 10.000 wichtigsten Sanskrit-Begriffe, wichtigste Sanskrit-Begriffe für Yoga, Meditation, Ayurveda, indische Philosophie, Spiritualität, Musik und Kunst. Wenn du irgendetwas wissen willst, dann kannst du dort schauen. Das Besondere am Yoga-Wiki, also nicht nur einfach indologisch-wissenschaftliche Übersetzungen, sondern es sind auch Inspirationen dabei. Manche Artikel von indischen Meistern, manche Tipps zur Übungspraxis, aber natürlich auch die genaue Schreibweise, die Herkunft und die Wortbedeutung des Sanskrit-Begriffes. So, Vrikshasana, die Baumstellung.